Furcht tut nichts Gutes, darum muss man frei und mutig in allen Dingen sein und feststehen. Das hat Martin Luther gesagt. Und Martin Luther ist ja kein Politiker gewesen, aber er hat der Politik etwas zu sagen. Nämlich, dass es ohne Zivilcourage nicht geht. Oder verstehe ich den Reformator vielleicht falsch? Mut hat er jedenfalls sehr oft selbst bewiesen. Auch war er als Christenmensch ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und er ist kein Rohr im Wind gewesen, sondern ist, und hier stehe ich und ich kann nicht anders, immer standhaft geblieben. Was für ein Unterschied zu dem, wie man heute Politiker sieht. Zögerlich, weniger dem Gemeinwohl, als anderen Interessen verpflichtet, also abhängig und unfrei und nicht Überzeugungstäter, sondern eher austauschbare Figuren, die keinen couragierten Zug mehr wagen. Viel Vorurteil natürlich, aber manches auch nicht falsch. Und darum lasse ich mir gerne von Martin Luther, dem Begründer der evangelischen Kirche, in mein katholisches Stammbuch schreiben: Furcht tut nichts Gutes, darum muss man frei und mutig in allen Dingen sein und feststehen. Komisch nach meiner Meinung nur, dass das Gottvertrauen hier in diesem Satz fehlt. Deshalb erlaube ich mir zu ergänzen: Feststehen im Vertrauen auf Gott. Und dieser Gott kommt übrigens laut Luther durch die Hintertür in die Welt. Aber das ist ja eine andere Geschichte.